Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal. Ich stelle mich kurz vor, da ja täglich neue Abonnenten dazu kommen. Ich bin die Nastja, bin 31, führe den Kanal mit meinem Ehemann zusammen und wir haben zwei kleine wundervolle Kinder. Auf dem Kanal geht es um unser Leben und darum, was uns aktuell so beschäftigt und wir nehmen euch auf die Reise mit. Der Kanal ist ja dadurch entstanden, dass wir eine Wohnung in Ägypten gekauft haben und oft sprechen wir halt auf unserem Kanal über die Themen in Ägypten, weil euch das auch so beschäftigt. Heute habe ich einen Brief von einer unserer Zuschauerin und es freut mich, dass ihr eure Geschichten mit uns teilt und dass ich diese Geschichte an euch da draußen weitergeben kann, um ja aus diesen Situationen vielleicht zu lernen, um euch einen Rat irgendwo zu geben und dass ihr einfach euch austauschen könnt, auch in den Kommentaren dann darunter. Ja, die Dame hat mir eine Nachricht geschickt, eine sehr lange Nachricht. Und darum, da geht es. Ich werde jetzt mal die Kurzfassung einfach mal für euch zusammensetzen und im Anschluss ein bisschen darauf eingehen. Und ihr könnt natürlich auch dann eure Kommentare dazu schreiben, wie ihr es gemacht hättet oder wenn ihr vielleicht in so einer Situation wart, der Dame ein bisschen den Rücken stärken. Ja, also es geht darum, die Dame hat einen Ägypter geheiratet, einen Herrn. Die Ehe wurde schon vor 10 Jahren geschlossen und es war so, dass ja natürlich große Liebe am Anfang ist, alles super, alles schick und rosarote Brille. Und die haben sich aber tatsächlich doch was zusammen auch ein bisschen aufgebaut. Aber sie hat mir geschrieben, sie hat für ihn eine Wohnung in Hurghada finanziert. Sie hat die Wohnung für ihn gekauft und das alles auf seinen Namen laufen lassen. Ja, sei jetzt dahingestellt, ob das jetzt klug war oder nicht. Die haben auch in Deutschland sich ein bisschen was aufgebaut. Aber sie hat, so wie sie erzählt hat, ihm einen Privatkredit in Deutschland auch gegeben, der schriftlich vereinbart ist. Und ihre Frage war halt auch unter anderem, er erlaubt ihr nicht mehr, die ägyptische Wohnung zu nutzen, also er verweigert ihr das Zutrittsrecht, also sie darf die Wohnung nicht betreten. Und sie hatte halt auch mich unter anderem gefragt, ob er es darf. Ich bin keine Anwältin, ich kann nur sagen, ich kann mir das gut vorstellen, dass er es darf, weil es ist ja sein Eigentum, es wäre ja in Deutschland nicht anders. Die sind zwar verheiratet, aber die Scheidung läuft aktuell schon. Also die haben sich kennengelernt vor 10 Jahren in einem beliebten Hotel in Hurghada, haben erstmal in Ägypten ein bisschen miteinander gelebt und sind dann in die Schweiz wieder aus, also zurück in die Schweiz, wie ich das verstanden habe. Und dort hat er auch Arbeit gefunden, hat aber nicht wirklich viel, ja, also sie nicht wirklich unterhalten, sage ich jetzt mal. Also sie hat nach ihrer Aussage mehr finanziell in diese Beziehung, in diese Ehe mit reingebracht, was sie auch alles schriftlich wohl hat. Also sie hat es mit ihm alles so vereinbart, dass er ihr das auch unterschreibt, dass sie ihr Geld wiederbekommt. Die Frage ist jetzt halt nur, ja, wenn die Scheidung jetzt erstmal läuft, was ist von ihm zu holen? Und in die Immobilien in Hurghada, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da rein darf, weil er der alleinige Eigentümer ist. Die ist ja nirgendwo mit eingetragen, auch wenn sie die Immobilie finanziert hat. Und ja, mich würde das mal interessieren, wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt, ob ihr einfach mal euren Rat dazu geben könnt. Was habt ihr in dieser Situation gemacht, diejenigen, die von euch das vielleicht schon durchlaufen haben? Und wie soll sich die Dame verhalten? Ich habe ihr gesagt, ich kann ihr nicht viel weiterhelfen. Sie muss sich einen sehr guten Anwalt nehmen, der das Ganze einmal klärt. Und zum einen ist es ja in Deutschland die Ehe. Und in Ägypten ist ja schon wieder also ist eine ganz andere Geschichte, was die Gütertrennung und angeht. Je nachdem, was man ja auch vereinbart. Deswegen, meine Liebe, ich weiß, du wirst das Video auch sehen. Ich kann dir da keinen großen Rat zu geben. Ich bin froh, dass du mit uns diese Geschichte teilst. Ich glaube, das war auch so deine Intention dahinter, dass du mit uns diese Geschichte teilen wolltest und anderen Frauen auch ja, aufmerksam zu machen. Weil sie schrieb halt auch nochmal in dem Text. Ich werde ihn nochmal kurz überfliegen, dass ich nichts vergessen habe, dass ihr Mann, seitdem er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, einfach sich um 180 Grad gedreht hat und einfach ein ganz anderer geworden ist, was ich ja auch oft zu hören bekomme.
dass bevor die Staatsbürgerschaft da war, war alles super und im Anschluss, ja, hatte der Mann vielleicht auch schon vorab andere Pläne gehabt, weil sie sagt halt hier auch in dem Brief, dass ja ihre Schwiegermutter auch wohl ihre Finger mit im Spiel hat, dass sie halt den Mann so ein bisschen verändert hat, wobei ich mir das halt wirklich nicht so vorstellen kann, dass sich ein Mensch dann so von 0 auf 100 so krass verändert, sondern es muss ja, er muss sich ja schon ein gewisses Bild ausgemalt haben, was er eigentlich möchte. Was sagt ihr dazu? Ich überfliege nochmal eben den Brief hier. Genau, sie hat ja die Befürchtung, dass er die Wohnung dann in Ägypten einfach jetzt verkauft, bevor sie überhaupt eingreifen kann, also bevor sie was machen kann. Sie hat ja keinen Zutritt. Sie hat ihm ein Darlehen in Deutschland gegeben, womit auch die Wohnung scheinbar in Ägypten ja auch finanziert hat dann. Ja, das Einzige, was ich jetzt, worauf ich eingehen kann dann weiterhin, ist, ihr kennt hoffentlich meine Betsy-Stories aus. Die ich auf dem Kanal geteilt habe, es sind ja mittlerweile jetzt schon 3 gewesen und es kommen immer mehr dazu. Ich werde auch demnächst wieder Videos dazu aufnehmen und das ist ja irgendwo auch eine Betsy Story. Also die Dame, die hat sich an mich gewandt, um von mir eventuell Hilfe zu bekommen, die ich ihr so in der Form nicht geben kann, außer dass ihr sie vielleicht unterstützt, die Menschen, die halt schon bereits Erfahrung gemacht haben und dass man sich da vielleicht austauscht, wie seid ihr vorgegangen? Ihr könnt das gerne auch in den Kommentaren schreiben oder direkt auch an mich, dass ich ihr das dann weiterleiten kann. Meine E-Mail-Adresse, wisst ihr ja, ist in der Infobox verlinkt, dass wir uns da austauschen können. Und ja, mein Appell ist an euch, auch ich denke mal, die Dame wird mir da nicht widersprechen, wenn ihr eine Wohnung schon zusammen kaufen wollt. Versucht den Mann so weit zu bearbeiten, dass die Wohnung nur auf euren Namen läuft. Vor allem, wenn nur ihr eingetragen seid, beziehungsweise nur ihr der Geldgeber seid, also ihr finanziert die ganze Wohnung, dann ist es euer Recht, dass diese Wohnung auf euch läuft, mein Lieben. Macht keinen Blödsinn. Liebe hin oder her, heute ist sie da und morgen ist sie weg und der Kerl ist mit der Kohle dann auch weg. Also jeder adäquate Mann, der versteht, dass die Frau die Geldgeberin ist, also sie hat sich dieses Geld erarbeitet, ist ja auch nicht so, dass sie einfach so schnipst und das Geld fällt irgendwie vom Himmel runter, sondern ihr geht ja auch täglich für dieses Geld arbeiten. Oder ich kenne ja auch Frauen, die verkaufen in Deutschland ihre Immobilien und gehen dann nach Ägypten und kaufen mit Habibi was und im Endeffekt haben die da nichts von. Weil der Habibi sagt, so, und jetzt sieh zu. Ich will keine Männer schlecht in Ägypten machen, aber ein wirklicher Mann, der sein Leben im Griff hat und der weiß, dass er ein Mann ist, der wird für eine Ägypterin diese Immobilie finanzieren. Er wird alles dran setzen, für eine Ägypterin diese Wohnung zu kaufen. Es geht bei denen auch gar nicht anders. Deswegen, ja, ich verstehe, dass viele Männer auch diesen Wunsch vielleicht haben, besser zu leben. Und die sehen natürlich auch die Europäer, wie die sich in Hurghada verhalten und wie die dort leben. Und die wollen auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Ist okay, dann lasst ihn in eurer Wohnung wohnen. Er kann ja vor seinen Kumpels sagen, wie cool er ist und dass ihm die Wohnung gehört. Aber auf dem Papier muss euer Name stehen. Euer Name. Kein anderer. Kein Habibi. Und wenn ihr eine längere Zeit zusammen seid und ihr habt diese Verbindung zueinander und ihr merkt, er ist wirklich ein Guter, er verdient auch Geld, er bringt auch etwas in eure Beziehung mit ein. Natürlich wird der Standard ein anderer sein, weil er in Ägypten ja nicht so viel verdienen kann, wie ihr jetzt in Deutschland oder in Österreich oder Schweiz, wo ihr auch herkommt. Aber ihr werdet trotzdem sehen, dass er sich bemüht und er bringt das Geld auch mit in eure Beziehung, in eure Ehe und nicht in seine Familie, in China oder wo auch immer er herkommt. Und ihr bezahlt, finanziert alles. Wenn ihr das aus reinem Herzen machen wollt, um gut zu sein, um jemanden zu unterstützen,
Okay, aber nicht, dass ihr danach sagt, oh, ich hatte das jetzt gar nicht gewusst, dass Emmy die Wohnung wegnehmen kann. Er kann es. Auch wenn die Hälfte Hälfte drin steht, finde ich das auch schon immer so ein bisschen grenzwertig. Also da müssen ein paar Sachen mehr im Vertrag auch stehen und auch vielleicht anwaltlich das Ganze klären. Und ihr sucht dann vielleicht auch den Anwalt aus und informiert euch, sodass er euch die Wohnung später nicht wegnehmen kann oder auch nicht alleine verkaufen kann. Also allein, dass man das einfach auch einträgt. Beim Wohnungsverkauf müssen beide Partner unterschreiben. Und ansonsten ist dieser Vertrag nicht gültig. Nicht rechtsgültig. Also informiert euch bei den Anwälten oder macht das erstmal auf euren Namen. Ihr könnt ihn immer noch später mit eintragen, wenn ihr sagt, okay, das passt auch von der Gefühlslage her, ihr vertraut ihm da total und ich würde es nicht von Anbeginn machen. Vor allem, wie gesagt, wenn ihr die Wohnung komplett finanziert. Ja, also was kann ich dieser Dame raten? Wie ich ja schon vorher gesagt habe, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also man muss sich da jetzt keine Vorwürfe machen oder sonstiges. Die Situation ist ja jetzt passiert und ihr solltet jetzt zusehen, dass ihr daraus lernt. Und die Dame, ihr wünsche ich halt viel Glück auf diesem Wege und hoffe, dass sie wirklich einen sehr guten Anwalt findet oder bereits vielleicht schon jemanden hat, der ihr da zur Seite steht, der sich aber halt auch in Ägypten auskennt. Also sie hat jetzt die eine Seite hier in der Schweiz, wo das Recht quasi gilt. Und sie braucht aber jemanden übergreifend, der sich auch in Ägypten auskennt mit dem Recht und wie man das halt jetzt handhaben kann, dass er die Wohnung nicht einfach so verkauft. Aber ja, wenn es keinen Nachweis gibt, dass, auch wenn man festgehalten hat, ich habe ihm dieses Geld gegeben, ja, so what, ich glaube, in Ägypten ist es total wurscht, ob du da jetzt diesen Schein hast, von wegen, ich habe ihm das Geld gegeben und er muss mir da so und so viel zurückgeben. Wenn er sagt, es ist nichts zu holen, er hat nichts, seine Familie hat das Geld rausgeschmissen, keine Ahnung, was sie damit gemacht hat, ne? Im Falle dessen, dass er die Wohnung jetzt parallel verkauft. Ich glaube, dann ist von ihm nichts zu kriegen. Eher schlimmer, dass sie vielleicht noch sogar für ihn unterhaltstechnisch dann aufkommen muss. Ja. Erzählt mir eure Geschichten. Ihr könnt die gerne per E-Mail schreiben, wenn ihr das nicht öffentlich in den Kommentaren machen wollt. Ich versuche auf dem Kanal jetzt die Menschen zu sensibilisieren. Ich habe jetzt auch jemanden, der auf mich zugekommen ist. Viele Grüße. Das ganze Thema Betsness auch größer machen möchte und die Frauen da unterstützen möchte, auch psychologisch und. Und ich hoffe, dass wir da auch was Feines in Kooperation zusammen machen können, um euch einfach Mehrwert zu bieten, um euch einfach zu sensibilisieren und zu helfen, diese Dinge nicht zu tun, dass ihr als Opfer irgendwann dasteht. Ich glaube daran, dass wir alle irgendwelche Dinge durchlaufen müssen, um später was daraus gelernt zu haben und noch größer zu werden, um unsere Erfahrung zu machen, um stärker zu werden, um größer zu werden, um weitergehen zu können. Nur manche Frauen brechen an diesen Erfahrungen und haben psychisch einen riesengroßen Knacks weg nach solchen Dingen und kommen nur schwer wieder auf die Beine. Deswegen wollen wir halt schon mal vorab sensibilisieren und sagen, Achtung, passt auf. Und schützt euch auf gewisse Art und Weise. Ne? Deswegen gucken wir mal, ob wir da vielleicht was Grandioses auch gemeinsam für euch aufstellen können, für meine Zuschauer und auch für deren Zuschauer dann. Ja, und wünschen euch also alles Gute, dass ihr in solche Situationen nicht kommt und dass ihr stark, mental stark seid und differenzieren könnt, wer ist für euch gut und wer eben nicht. Ja, für diese Dame alles, alles Gute. Drückt die Daumen, dass alles Finanzielle sich klären lässt und auch wenn es halt negativ ausgeht, dass man trotzdem weitermacht, dass man weiß, das Leben geht weiter, man lernt neue tolle Leute im Leben kennen, man muss nur den Raum schaffen, um diese tollen Leute in sein Leben kommen zu lassen, dass die in euer Leben treten und weitermachen. So, ihr Lieben, mit diesem Video verabschiede ich mich jetzt. Danke, dass ihr zuschaut. Vielen Dank an unsere Zuschauer, die immer fleißig Kommentare schreiben, die mir Komplimente machen. Ich bin sehr stolz, dass wir
so eine coole Community mittlerweile sind. Und ein Community-Treffen wird definitiv in Ägypten stattfinden, wenn wir das nächste Mal da sind. Wir müssen nur gucken, wie wir das mit den Kids klären. Aber ich freue mich, euch auch persönlich kennenzulernen. Ich kriege auch so viele Nachrichten von Leuten, die schreiben, oh, wenn ihr dann in Ägypten seid, bitte lasst uns treffen. Und ich freue mich schon und dies und das. Ich freue mich auch, Ivan freut sich auch, dass wir euch dann persönlich kennenlernen dürfen und dass ihr uns so unheimlich unterstützt, auf unserem Wege unseren Kanal grandios und groß zu machen. Ja, damit verabschiede ich mich. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Nastja, Ivan, Miron und Eli. Kanal abonnieren nicht vergessen, damit unterstützt ihr uns. Kommentare schreiben, Anregungen, neue Ideen, was ihr gerne sehen würdet auf unserem Kanal und Glocke aktivieren. Ja, und habe ich was vergessen? Alles Gute!